Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich will zuerst voll nachladen. Bin ich, glaube ich. Nicht ganz. Okay. Okay, versuchen wir den Scheiß nochmal. Es wird ziemlich schwierig. So, wer will jetzt noch auf die 12 haben? Wo? Wo ist der Typ mit der Flasche? Hinkriegen? Ja, wenn ich ein bisschen gut schieße, ist das kein Problem. Aber eben, das mit dem gut schießen, ne? Ich würde immer genau wissen, wo meine Gegner sind. Euch hasse ich am meisten. Oh nein, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Gut. Wo ist der Nächste? Leute, wo ist der Nächste? Ah, da bist du. Hi. Gut. Hi. Das war eine ziemlich beängstigende Ansicht. So. Gut. Hätten wir das überstanden. Vorerst. Aber es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich gestorben bin. Sehen, was es hier noch Tolles gibt. Gehirnsaft. Ja, ist nicht zu verachten, ne? Sonst aber leider nichts. Fall nicht runter, Murph. Murph. Warum sage ich dir mal Murphy? Zu viel Silent Hill im Kopf. Obwohl ich das schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber es erinnert mich halt daran. Kannst du da hochspringen? Nee, kannst du nicht. Dann lassen wir halt das mit der Magnum-Munition sein. Nein, will ich nicht. Da hoch. Okay, verbockt. Schade. Kann da nicht rausgehen? Doch, kann ich. Ich kann auch nicht mehr zurück. Super, weil ich habe mich ja schon zu Ende umgesehen. Nicht. Gib mir was. Blau Erfolg, Rot Fehlschlag. Und das war jetzt schwierig. Ich glaub nicht. Ups. Okay. Interessant verstecktes Geheimnis. Ist wieder ein Spiegel irgendwo. Was haben wir denn heute? Oktober 2005. Naja. Es ist Mai 2017. Aber ansonsten passt's. Geht das nochmal? Interessante Sache das. Wie viel kommt da raus? Okay. Am Schluss kommt immer eine Bombe. Gut zu wissen. So. Wo ist denn das?
Bin noch nicht so weit. Das Erholungszimmer. Wo ist denn das? Verstehst gerade nicht. Ah, da hinten. Sag mir doch, dass einer. Da ist noch eine Akte oder Tagebuch von Sebastian Castellanos vom 11. Juli 2012. Warum haben wir denn da 2005? Verstehe ich nicht. Egal. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, dass Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dir für die Verantwortung trägt. Okay. Du denkst also, es sei Absicht gewesen? Ich weiß nicht. Es kann schon sein. Was? Schon wieder hier? Ja, ich bin ja in den Spiegel gegangen, Freundchen. Ich verliere den Verstand. Nee, tust du nicht. Hallo. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, schon. Zeitung haben wir keine neue, aber wir können noch was aufmachen. So. Also hier links haben wir geöffnet ein... 2, 3, 4. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Okay, dann nehmen wir das da. Gehirnsaft, okay. 5000, okay. Hab nicht gesagt. Mal sehen, was wir jetzt aufrüsten können. Und warum die Flaschen hier immer wieder von neuem auf dem Boden sind, will ich auch gar nicht wissen. Hallo Arsch. So, aufrüsten. Den Schaden. Jawoll. Und die Genauigkeit. Das kann auch nicht schaden. Bisschen mehr Scharfschützenmuni mitnehmen. Ja. Das glaube ich nicht schlecht. Und dann gehen wir noch speichern. Darf ich speichern, Frau? Nee, das ist nicht der älteste Speicherstand. Das ist der älteste Speicherstand. Danke. Und dann gehen wir hier raus. Okay. Jetzt müssen wir wohl oder übel Kidman helfen. Kidman? Kidman! Kidman! Ich könnte meine Taschenlampe wieder einschalten. Hitman. Streichholz. Ja, du kannst nicht mehr laufen. Hier ist Gehirnsaft. Aber sonst nichts. Bürostühle. Okay. Kann ich da nicht rausgehen? Nee, offenbar nicht. Wo soll ich denn hin? Ah, da durch vielleicht.
Ist aber nicht. Was ist streichelt so gut? Dann gehen wir wieder nach draußen. Kidman! Komm her! Ich muss dir helfen. Ich muss schnellstens darüber. Ja. Waren das alle? Ich zieh mal schon. Ne, nicht schon wieder das Vieh. Eine Befürchtung. Durch? Nicht? Shit. Hallo. Und tschüss. Okay. Das war ein bisschen dumm von mir. Aber nur ein kleines bisschen. Vielleicht. Egal. Machen wir nochmal. Die Typen erledigen. Wupp. Wupp. Okay, es sind doch noch mehr Typen. Wupp. Kann ich sie erschießen? Ja, ich will es gar nicht erst probieren. Shit. Oh, lass mich da durch. Scheiße. Lass mich durch. Lass mich durch. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie das übersehe ich gerade. Halt die still. Da ist irgendwo auch noch einer. Wo bin ich jetzt? Ich glaube plötzlich zwei. Du. Das sind trotzdem immer gleich viele Leute im Gebäude. Wieder keiner mehr da. Doch, natürlich, das sind auch noch zwei. Das sind nicht immer gleich viele. So. Okay, ich muss das Timing abpassen. Weil ich im Wasser bin, kann ich nicht mehr schießen. Geh hoch. Komm schon. Okay. Ich bin durch, aber ich bin immer noch im Wasser. Okay. Es ist hier. Es ist hier.
Hilfe! Da sind zu viele! Ups. Moment. Ich hätte sie nicht runterschießen sollen. Noch nicht. Da hinten gibt's keinen. Scheiße. Schneller, schneller, schneller. Jetzt kommt, ich seh's. Scheiße. 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 Okay, es bringt mir nichts, auf diese Plattform zu gehen. Okay, okay. 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 Soll ich den Typen da? Wo muss ich hin? Das hat mich schon jetzt. Shit. Okay. Okay, okay, okay. Leute, ich würde sagen, wir versuchen das beim nächsten Mal nochmal. Bis dann.